Hi, hier ist Marco von Wärmebild24. Ja, und der Stefan. Ja, ihr habt es euch gewünscht. Wir sind draußen mit den drei größten Herstellern. Wir haben ein Pulsargerät dabei, wir haben Infiray und Higg Micro haben wir dabei. Haben da die drei Vorsatzgeräte, die Top-Geräte von jedem Hersteller, jeweils das 50er. Stefan, was haben wir denn dabei? Ja, das Krypton, das FXG50, das neue, das Krypton 2. Dann das MA50, das Mate und das TQ50 2.0 von Higg Micro. Ja, wir sind heute wieder bei einem Bekannten im Revier. Da wollen wir mal gucken, ob da ein bisschen was geht. Wir sitzen an einem Maisschlag. Ja, und vielleicht können wir ein paar coole Aufnahmen für euch machen, so dass ihr direkt vergleichen könnt, welches ist das beste Gerät für euch oder welches spricht euch am besten an von der Abbildungsleistung und von der Bildqualität. Und da wollen wir mal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen Anblick haben, Stefan, oder? Jo. Ja, und nehmen euch einfach mit. Ja, hier mal eine kurze Info. Also, ich würde sagen, wir hatten guten Anblick. Es waren leider keine Schweine, aber wir hatten auf jeden Fall Rehwild vor. Wir hatten einen Fuchs vor, wir hatten einen Marder vor, wir hatten einen Dammwild vor, wir hatten Eulen vor. Jetzt hört man sie sogar gerade noch. Also, es war gut Anblick da, nur keine Schweine. Was wir auf jeden Fall wieder mal festgestellt haben, ist, dass in der Zwischenzeit schon wieder haufenweise Updates gefahren worden sind. Weil selbst das TQ50 hat einen Handmodus. Und in der TH35-Serie hat man das vorher nicht gehabt. Wir haben es gesucht und da war das nicht drin. Und jetzt bei dem TQ50, genauso wird es beim TQ35 sein, und ich denke auch beim TH35, seit die Updates gefahren worden sind, haben die alle einen Handmodus. Und in den Handmodus könnt ihr richtig zoomen. Also ihr habt da vier verschiedene Stufen. Und wenn ihr wieder zurückgeht, das ist meistens auf der letzten Taste, dann fährt der Zoom sukzessive immer weiter zurück. Das macht sich natürlich richtig gut, weil beim MH50 war es so, da musste man jede einzelne Zoomstufe durchschalten und wieder zurückspringen. Trotzdem, das MH50 hat das geilste Bild gehabt hier draußen. Und dadurch, dass wir uns das hier behelfsmäßig auf die Stative immer aufsatteln, macht sich das sogar richtig mega. Also wer keine andere Alternative hat, und sagt, ich brauche nur ein Vorsatzgerät, weil ich mir das Geld sparen möchte, wir trotzdem der Meinung sind, dass man nochmal zwei Geräte braucht, fährt nicht schlecht, wenn man sich das so aufsattelt. Auf so einem Pirschstock, weil der ist drehbar. Man kann es die ganze Zeit durchlaufen lassen. Wir haben es jetzt locker 3 Stunden an und der Akku ist immer noch 3/4 voll beim MH50, weil ihr habt ja so eine Powerbank. Ich gucke mal, ob ich es schnell finde. Das macht sich super. Damit habe ich zwischendurch das MH50 geladen. Und mega, also der Akku ist vielleicht 1/4 weg und hier habe ich noch 3 Punkte, also das heißt, ich kann es nochmal laden. Also wenn ihr immer Angst habt, was in den Foren ist, es hat nicht genug Akku, nein, überhaupt nicht. Das haben die mega gefixt, die Grafik finde ich nochmal ein Stück besser wie die Anfangsgeräte. Das Bild ist übelst klar und auch angenehm zum Gucken. Beim TQ50 ist es so. Mit dem Handmodus, ich finde die Zoom-Stufen mega, die machen sich wirklich geil. Nachteilhaft ist, das Bild ist natürlich nicht ganz so klar, das wirkt wie durch einen Filter. Egal welche Einstellung ich vorgenommen habe, egal was ich aus- und eingeschaltet habe, und ich hoffe, das kommt auch in dem Video rüber, war das Bild immer etwas dumpfer. Und sobald man in der Zoom-Stufe an den Wald oder an die Waldkante rangefahren ist, war das Bild wie ein Aquarell. Also die Strukturen haben sich aufgelöst. Beim MH50 war es super klar. Also klar, man sieht irgendwann die Waben und bei Vierfach ist es auch sehr rauschig und sehr pixelig. Aber die Konturen sind da und das war mega beim Ansprechen, weil wir konnten somit unterscheiden, ist es jetzt Dammwild oder Rehwild, weil man doch schon gesehen hat, oh, guck mal hier die Widerrüsthöhe oder auch hinten der Wedelausprägung, der Aalstrich teilweise. Du konntest wirklich mit dem MH50 ganz klar ansprechen, ob das jetzt, also das Rehwild und das Dammwild, was wir jetzt aufgezeichnet haben, war immer so ca. 100, 150 Meter. Die ersten Stücken, die wir so auf dem Film haben, die waren alle so auf 250 und nachher hatten wir auch Stücken auf 100 Meter und 80 Meter. Also wenn die Aufnahmen sehr groß rüberkommen, sind das meistens Stücken, die so auf 80 Meter waren. Und da konnte man wunderbar gucken und ansprechen, weil klar, da ging das Haupt hoch, man konnte sehen, zack, das ist auf jeden Fall Dammwild oder das ist Rehwild oder es ist auf jeden Fall kein Schwein dabei gewesen.
Man hat die Füchse springen sehen. Das war wirklich richtig, richtig schön. Wie gesagt, beim Tico 50 super Zoomstufen und ihr habt einen Handmodus. Und ihr könnt super hin und her schalten. Auch die Aufnahmefunktion hat mega gut geklappt. Auch beim MH 50 war es sehr gut. Das Krypton, ja, alle Strukturen, die nah sind, also ich würde mal sagen, so bis auf 50 Meter, waren gestochen scharf. Und ich hoffe, das kann man im Video auch sehen. Wir haben nachher auch gesehen, also Marco kommt ja nachher zu uns an den Sitz gewechselt. Und da sieht man sehr gut, ja, dass die beiden Geräte, das MH 50, Tico 50, alles was weit weg ist, viel schärfer darstellen können, als wie das Krypton. Das Krypton aber im Nahbereich seine Stärken ausspielt. Ich fand, da war die Struktur noch ein bisschen schärfer. Leider waren die Stücken für das Krypton teilweise so weit weg, dass ich das nicht so schön scharf ansprechen konnte. Hinzu kommt, ich habe keinen Handmodus und ich konnte auch keine Zoomstufen nutzen. Also, hier würde ich sagen, nur mit dem Okular nutzbar, richtig als Handgerät. Ich kann es auch nicht aufsatteln, es ist kein Gewinde drunter. Also, dass ich eine Platte dran machen kann, wie hier. Hier kann ich meine Geräte drehen, sie stehen frei. Und wenn jetzt das Bild kommt und der Adapter ist dran, könnte ich das Gerät aus der Arretierung lösen und auf mein Glas aufbringen. Also das funktioniert definitiv. Das würde auch behelfsmäßig draußen funktionieren. Mit dem Krypton geht das nicht. Das Krypton muss ich umbauen. Oder ich habe ein Okularstück zum Beispiel von einem anderen Anbieter hinten dran. Oder ich benutze einen PSP-Adapter von Pulsar Original, wie auch immer. Das müsst ihr sehen, wie ihr draußen klarkommt. Aber als Handgerät fand ich es nicht brauchbar. Als Vorsatzgerät, denke ich, hat es seine ganz klaren Stärken. Von der Bedienung her, wie ich das schon immer gedacht habe und wie ich es euch auch immer wieder sage, ich komme mit diesem kreisrunden Menü drin, mit den Tasten im Dunkeln überhaupt nicht klar. Das werdet ihr bestimmt im Video merken, wie oft ich irgendwas an- und ausdrücke oder vielleicht auch wie irgendeine Aufnahme abläuft. Weil ich finde auch die Verstellung, das geht einfach nicht so einfach über wie beim MH 50 oder beim Tico 50. Beim MH 50 fand ich noch krass, ihr könnt ja sogar die Fernbedienung abnehmen, weil das vergisst man immer. Und ihr habt auf eurer Kanzel euer Spotter aufgestellt, euer Vorsatzgerät, und könnt das richtig in Ruhe bedienen und könntet sogar noch in Ruhe eure Waffeinstellungen bringen. Also es bringt viele Vorteile, so eine Fernbedienung zu haben. Die geht auch nicht verloren, die passt auch im Dunkeln immer nur in eine Richtung rein. Die könnt ihr auch nicht falsch rum reintun. Also das geht wirklich sehr, sehr gut. Und beim TQ50 denke ich, cooles Vorsatzgerät mit einer sehr guten Zoomstufe, aber bildleistungstechnisch definitiv hinter dem MH 50 und auf dem dritten Platz definitiv das Pulsar, was ich von der Bauform her am besten finde, aber von der Abbildungsleistung den dritten Platz bei mir erreicht hier auf der Kanzel. Ja, das kann man dazu sagen. Ich hoffe, ihr seht das auch in den Videos, was wir da gemacht haben. Es ist mittlerweile ja schon nachts und auch teilweise früh morgens. Dementsprechend Weidmanns Heil und ja, euer Stefan von Wärmebild24.